Wir haben ja auf jeden Fall zwei richtig krasse Newcomer am Start. Einmal macht mal Lärm für Ares. Und genauso viel Lärm für Andres. Okay, die beiden haben ausgemacht, dass es auf dieser Seite hier losgeht. Seid mal jetzt alle ruhig. Let's go. Jo, Berlin, was geht ab? Habt ihr Bock auf den Abend oder was? Ey, heute heißt es Ares gegen Andres. Oder besser gesagt, der King von the Battle of Honor gegen eine gescheiterte Existenz, die keine Bitch ranlässt. Junge, du bist wie eine asiatische Frau an der Bar. Noch hast du gute Laune, doch nach 3 Runden von mir geht's dir ganz schlecht. Also sage ich dir dasselbe wie zu der Asia-Braut letzte Woche. Mach dich bereit, du kriegst Schwanz jetzt. Ey, aber nicht liebevoll, mein Freund. Nein, du kriegst es richtig räudig. Ein Blick in sein Gesicht und man sieht, der Pisser freut sich. Junge, und nach dir ist deine Freundin dran. Sie guckt so lange meine Battles, bis sie feucht ist. Und nachdem ich die Nutte gefickt hab, läuft sie aus. Ich laufe weg. Aber sorry, Bruder, bei dir läuft nicht. Außerdem, was suchst du hier, du alter Sack? Geh mal lieber nach Hause und sortier deine Briefmarken auf deinem Holztisch. Und an alle Rapper, ich weiß zwar nicht, wie es bei euch ist, doch laut eigenen Aussagen rappt dieser Bastard hier schon seit 1997. Junge, tschüss. Wie alt bist du, kleiner Knecht? Ich schwöre, der Typ ist ja noch rostiger als Niederals Peugeot 206. Ey, als kleines Beispiel. Ich bin Baujahr 1991 und als du angefangen hast zu rappen, war ich 6 Jahre alt. Aber schon damals wolltest du ein Blockgangster sein. Für mich hieß es jeden Tag ab in die Grundschule, für dich hieß es jeden Tag ab ins Jobcenter rein. Junge, du bist ein erbärmlicher alter Mann, der in seinem Leben nichts erreicht hat. Aber trotzdem denkst du, du bist Hardcore, kommst dir voll hart vor. Digga, meine Oma hat nächste Woche Geburtstag, sag mal, was kostet eigentlich so ein Rollator? Junge, du wirst heute von mir, lyrisch in den Hals gefickt. Und ja, es gibt zwar keine Fegefee mehr, aber du kannst ja selber für dich den Besen holen. Scheiße, der Typ ist so alt, er denkt, ein PlayStation 4-Controller ist so ein neues Telefon. Digga, das war meine erste Runde und in der zweiten beleidige ich dich weiter, als hätte ich Tourette-Syndrom und ach ja, Andres, das heißt jetzt Russland, nicht mehr Sowjetunion. Time, du verfickter Nuttensohn. Ja, mach mal für die erste Runde. Erste Runde, Andres. Ja, Berlin, was geht ab, Alter? Boah, krasse Präsenz. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass da gleich sein Gegner mit dem Kabel erhängt. Ares the Man. What? Wait. Ares the Man? Gar nicht. Ares, deine Art ist künstlich. Besser bleib mal artig, my man. Weil im wahrsten Sinne des Wortes Art ja Kunst ist, sag ich Ares, du bist wahrlich ein Artist, my man. Denn was du hier zeigst, bist du nicht. Du spielst nur, was du darstellst, my man. Du bist wie Barney Stinson. Nach außen Weiberheld im Anzug und Hemd, der ist scharf mit dem Plan, irgendeine Alte zu klären. Aber eigentlich liebst du es jeden Tag nur zu gern, hart Arschloch zu geben. Versteht ihr? Weil Barney, also Neil Patrick Harris, ja in Wahrheit eine Schwuchtel ist. Alles Theater, du Futtgesicht. Doch wenn der Vorhang fällt, sieh hinter die Kulissen. Die Bösen sind oft gut und die Guten sind gerissen. Geblendet vom Szenario, erkennt man nicht. Der wahre Ares spielt nicht im Rampenlicht. Woher ich weiß, dass der ganze Scheiß, den du gerade zeigst, nicht echt ist. Und was reimt sich auf Ares, ist eine harte Fake-Bitch? Bühnenkunststudent. Oder? Tschüss, bist du ein Hemd. Aber du hast gut gelernt, Büffels Theorie im Hörsaal spulte Salos Semester ab. Und deine Feldstudien bei Mighty und Nidal waren relativ erfolgreich. Man nimmt dir fast schon den Rapper ab. Aber da ist immer noch so ein Quantum Horst, den jeder echte Head in dir erkennt, du Punk. Denn Hip-Hop muss man leben und ist nichts, was man in der Vorlesung lernen kann. Verstehst du? Deswegen darfst du nur den Mitläufer spielen. In der Crew bleibst du klar der Honk. Denn alles, was du anstrebst, ist eine perfekte Kopie. Im Dasein als Papas Klon. Mighty Mo und Nidal Nip brachten als Gebrüder King Murder Tape. Ich guck gespannt auf die Tracklist. Aber du warst gar nicht da, mein Sohn. Okay, das war 2016. Verständlich. Damals warst du noch nicht ganz so dope. Doch jetzt hat Nidal eine neue Platte. 90 BPM und du bist tatsächlich auf fast allen Tracks. Schon beinahe mit draufgekommen. Wirklich, so knapp war's. Ich schwör's. Hat Nidal gesagt, am Anfang, versprochen. Später nicht mehr, egal. Bist trotzdem noch ein Teil des Teams und darfst Döner holen gehen und im Hintergrund dämlich grinsen und klatschen für die zwei MCs. Ja,
Doch wenn du glaubst, du darfst jemals gleichberechtigt nebenbei in den Kampf ziehen, bist du so ein dummer Spasti, dass du nebenbei auch glaubst, du kannst dir Weed spritzen, Pep rauchen und Pappen ziehen. Während die Gebrüder King-mäßig im Studio chillen, bist du nur dazu da, um ihnen die Nudeln zu schwingen oder ihnen deine Schwestern und Cousinen als Huren zu bringen. Und jetzt stirbst du, Ratte. Denn dein ganzes Schauspiel erzeugt mehr Fremdscham als das letzte Battle von Fresh Polacke. Kurva, Mighty Mo, Rap-Transformation, bamst du Affe. Yes! Mach mal Lärm für die erste Runde. So. Zweite Runde, Ares. Ey, seid mal jetzt alle ruhig. Hey. Digga, in deinen Runden ist die Crowd so gut wie niemals am Feiern. Und ich weiß zwar nur nicht, ob ihr es wusstet, aber dieser kleinwüchsige Pisser kommt wirklich aus Bayern. Junge, ich hasse Bayern. Und weißt du, was ich deswegen mache? Ich komme mit 20 geistesgestörten Hannoveranern schreiend in dein bayerisches Dorf eingeritten. Wir überfallen dich und rauchen dein Haze weg. Und danach wird deine Familie so heftig beleidigt, man könnte denken, wir sind auf Base-Chat. Junge, du bist nicht nur wack, nein, du bist Oberwack. Und ich betone es so lange, bis es ganz Europa checkt. Du sagst, Bayern steht für die deutsche Kultur? Junge, was für Kultur? Deine Mutter schreit besoffen Schlagerlieder auf dem Oktoberfest. Ey, aber scheiß mal auf deine Nuttenmutter. Es ist ja kein Geheimnis, dass sie jedem deutschen Rentner am Arsch hängt. Und im Gegensatz zu ihr magst du keine Schlager. Denn du bist Hip-Hop und der übelste Kapital-Fan. Ey, als ich das herausgefunden hab, habe ich gleich die Coverversion von seinem Lieblingssong gemacht. Leute, aufpassen. Bratan, du hast damals schon deinen Vater angefasst. Ja, du hast damals schon deinen Vaters Schwanz gesackt. Alles ist okay, solange der Bastard Steifen hat. Und wenn er will, fickt er dich fünfmal in einer Nacht. Bratan, du hast damals schon deinen Vater angefasst. Ja, du hast damals schon deinen Vaters Schwanz gesackt. Alles ist okay, solange der Bastard Steifen hat. Und wenn er will, fickt er dich fünfmal in einer Nacht. Real Talk. An der Stelle erstmal Grüße an den Bratan Kapital, Alter. Ey, du kannst nichts gegen mich machen, denn meine Lines sind fett und nehmen den ganzen Raum ein. So wie Rainer Kahlmund. Seine schwangere Schwester wollte mir letztens einen blasen, doch sie hatte mehr Bart als ich. Da habe ich sie das Treppenhaus runtergetreten und gesagt, Bitch, komm wieder mit reinem Kahlmund. Ey, meine zweite Runde beende ich mit einem Zitat von Sixten. Und was du darüber denkst, ist mir scheißegal. Denn ich bin asozial und geil und du bist nur asozial. Time. Mach mal Lärm für die zweite Runde. Ja, ja. Ja. So, seid mal auch alle noch mal ein bisschen ruhiger hier. Das wird voll laut. Das wird schwierig auch für die beiden, sich dann zu konzentrieren. Zweite Runde, Andres, sorry. Ja. Habt ihr noch Bock? Ja, ja, Hannover, Hannover, Hannover. Ja, Digga. Du hast ein Video auf Facebook released, auf dem du einem armen Penner wie so ein abgefuckter Sklavenhalter einen Cheeseburger hinhältst und ihn zwingst dafür zu sagen, Hannover sei die beste Stadt der Welt. Ja. Yep. Ganz genau. Ganz genau. Hurensohn trifft es irgendwie richtig, Alter. Aber hey, 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 chill, Brudi, chill, chill. Es geht erst los. Aber beim letzten Battle hast du doch auch Hurensohn geschrien, oder nicht, Alter? Was ist los, Junge? Entweder gleiches Recht für alle oder keiner. Und jetzt haltet die Fresse, Alter, ich bin dran. So. Jedenfalls hast du ihn gezwungen zu sagen, Hannover sei die beste Stadt der Welt. Und dann fühlt man sich wie ein Held? Ha? Junge, wenn du was Gutes tun willst, dann gib ihm was zu fressen, aber film das nicht, du Kelp. Was bist denn du für ein Depp? Ist doch wahr, Digga, wie im Wahn. Du setzt deine Prioritäten irgendwie ein bisschen falsch. Du kannst alles gegen meine Mutter sagen, aber sag auf keinen Fall was gegen meine Stadt. Hat er echt zu mir gesagt? Hannover, Berlin, München, Bandaseri, Beger, Wahn, ist mir doch egal, ich find das nur noch arm. Lokalpatriotismus 2018? Jo, find ich einfach krank. Ich bin Kolumbianer und ich hab einen deutschen Pass. Mein Vater ist schwarz, meine Mutter ist eine Mischung aus weißen Spaniern, spanischen Gitanos und einem indigenen Stamm. Was bist denn du für ein Punk? Deine territoriale AfD-Rhetorik kannst du knicken wie eine Karte von Hannover und dann schiebst du in den Darm. Ja, ab heute ist nicht mehr GC, sondern Andres International, Junge. Mit den weißen Worten eines anderen Andres sag ich, ab jetzt ist für dich Leben vorbei. Cause I'm the most international rapper you'll ever see in your life. Ich fick dich, Junge, ich fick dich. Nein? Nein? Wenn
wir mich denn aufhalten, der pausparkige, sausparkende, wenn wir mich denn aufhalten, der pausparkige, sausparkige, Lausaffe, der clownsartige Sounds rausbringt, bekommt die Faust drauf in den Bauchraum, bis die Sau schwartet wie Bauschaum, so aufplatzt, dass es ausartet. Ich kenn ein Inneres nach außen, Gedärme fließen raus, hinten spritzt die Scheiße an die Wand. Ich würde ein Grillfest veranstalten, aber Schwein ist ja haram. Deswegen gibt's ja auch keinen Hack. Und ist die Strophe gleich vorbei, tritt der Hurensohn ins Licht. Ihr könnt euch jetzt noch was zu trinken holen, der float niemals so wie ich. Alle Kanaken hier im Raum wissen, was ich meine, wenn ich sage, deine Haut ist wie ein Pfirsich. Digga, du bist Peach. Fick dich. Mach mal Lärm für die Runde von Andres. So, seid mal jetzt alle ruhig. Ja, yeah, ey. Dritte Runde. Und dass du bis jetzt noch durchhältst, ist für mich ein Wunder. Genauso wie die Jungfräulichkeit bis zum 11. Lebensjahr von seiner Mutter. Ey, ich sag's dir so lange, bis du's gedickt hast. Grüße gehen raus an den Vater deiner Mutter, der sie, als sie von der Schule nach Hause kam, gefickt hat. Ey, Leute, nicht falsch verstehen. Aber ich will die Situation kurz nutzen und Danke zu dem pädophilen Inzesttäter sagen. Denn hätte damals dein eigener Opa nicht brutal deine eigene Mutter gefickt, dann würde ich heute keinen Gegner haben. Ey, würde ich mit solchen Typen im Knast sitzen, würde ich mir eine Stange besorgen, sie in Zeitungspapier einwickeln, den Bastard auflauern und dann schlage ich ihn mit der Zeitung tot. Dann fragt man ihn ernsthaft nach seiner Tat, weshalb er sie begangen hat, sagt er nur, ach Bruder, du weißt, passiert, 80er Jahre, wilde Zeit und so. Und an alle, die jetzt denken, Aris, was erzählst du denn da für Geschichten? Aber Leute, wer sucht, der findet's raus. Darf ich euch vorstellen, so sieht das perfekte bayerische Exemplar von Inzest aus. Ja, yeah. Also was für Andres? Nenn dich doch Inzest Boy 2018. Junge. Also was für Andres? Nenn dich doch Inzest Boy 2018. Junge, du bist ein alter, glatzköpfiger Mann, der nicht mehr gut genug ist für die Top-Ligen. Nenn dich doch Andres Iniesta. Yeah. Nur mit dem Gegensatz, dass Iniesta zu seiner damaligen Zeit ein spanischer Fußballgott war. Man, er hatte sogar Leute, die ihn immer die Schuhe holen. Und du warst zu deiner damaligen Zeit ein Hurensohn. Ja. Und du hast ja gesagt, dass du aus Kolumbien kommst, ja? Und die harte Latino-Straße kennst. Junge, halt die Fresse, du bist ein Typ, der sein Cappuccino Latte nennt. Ja. Yeah. Und die einzige Person, die ich aus Kolumbien feiere, ist Pablo Escobar. Denn er hatte das ganze Land in der Hand. Er musste nur einmal auf die Straße gehen und die ganzen Luder rasten aus. Aber Bruder, eins hast du mit ihm gemeinsam. Denn ihr geht beide im punchenden Kugelhagel drauf. Time. Ja, mach mal Lärm für die letzte Runde von Aris. Dritte Runde. So, letzte Runde, yeah, für Andres. Ja, war wieder klar, irgendwelche Straßengeschichten, dies und das. Ich geb einen Scheiß auf deine erfundenen Straßengeschichten voller Gewalt. Ich hab sie echt erlebt, du hohle Gestalt. Doch hab sie hinter mir gelassen und leb jetzt in Sendling. Dort, wo die Miete mehr kostet als dein Monatsgehalt, du Fotze. Ansonsten, kann mir mal einer sagen, was der Schwachmatter labert? Alter Laberababer, was ein armer Versager. Kannst den Leuten kein Bild zeichnen mit deinen albernen Parts, Mann. Und ich liefer hier Big Pictures ab, und zwar ein nach dem anderen, so als wäre ich einmal Abdallah. Zum Beispiel rotiert's gleich in den Köpfen der Leuten, wenn ich sag, du siehst aus wie eine Mischung aus Roos und dem Dicken von den Chipmunks. Bloß Chihan und ein bisschen Volker Pispas. Aber dumm. Ey, oh, Digga. Ey, ey, Nieder. Ey, ey, ey. Immer wegen meiner Parts. Immer während mein Parts, Alter, kommt Schlägerei. Ich weiß nicht, was soll der Scheiß, Mann? Immer während mein Parts. Ey, yo, ein Rap-Battle soll immer ohne Gewalt vonstatten finden, okay? Hab ein bisschen Respekt vor dem Mann, der steht hier.
Der steht hier, bringt drei Parts, eiskalt, Alter, ohne irgendwie krass zu joggen. Das muss man respektieren, Alter. Hör auf, den zu haten dafür, Mann. So, ich glaube, ich fang die Runde nochmal von vorne an, oder? Ist cool? Okay. Komm, mach nochmal ein bisschen Lärm jetzt, Alter. Also, kann mir mal einer sagen, was der Schwachmatter labert? Alter Laberer Barber, wat ein armer Versager. Kannst den Leuten kein Bild zeichnen mit deinen albernen Parts, Mann. Und ich liefer hier Big Pictures ab, und zwar ein nach dem anderen. So als wär ich Eimann Abdallah. Zum Beispiel rotiert's gleich in den Köpfen der Leuten, wenn ich sag, du siehst aus wie eine Mischung aus Roos und dem Dicken von den Chipmunks. Plus Chihan und ein bisschen Volker Pispas. Aber dumm. Und du bist krass ekelig, weil du nichts zu ficken kriegst, nennst du deinen Piep-Matz-Selfie-Stick. Nur, dass du ihn halt nicht ausfahren kannst, ne? Aber ist ja auch egal, denn noch nie wollte eine Olle dem Aris freiwillig an den Sack fassen, so als ob da Spinnennetze drin wären. Mach das weg! Shit, was ein Dev. Was er nie hatte, eine Frau, die ihn liebte, nicht mal eine Freundin ein bisschen, kann ich Lampen und Schicksen, Dörnen und Flitschen, ich mit Po, Bitch ist ein Haus, nicht mal eine Prostituierte für Dau, oder wenigstens irgendeine fertige Ritze auf Coke, doch wow, irgendwann hat er dann doch so eine hässliche Hartz-IV-Jacqueline erklommen, die wusste, dass sie sonst nicht mal im Ghetto Stiche bekommt, doch trotzdem wird es nicht besser, bläst deine eklige Olle, kriegt man von ihr zwar nicht mit Kehle, aber mit Esser. Der dauert ein bisschen. Yes, ja, sie hat mehr Pickel als eine Steinbruchanlage. Ach was, sie hat mehr Pickel als ein Bergsteigerladen. Ihr Gesicht sieht aus, als hätte man sie in Säure getunkt und eine Handvoll Kies in ihre Fresse reingeschlagen. Ihr Traumberuf war immer Nutte. Leider war nichts brauchbar da an dem Mädel. Sie fand es auch hart, aber deswegen jobbt sie jetzt im Baumarkt so an der Theke als Orientierungshilfe für Blinde. Denn ihr Gesicht fühlt sich an wie eine Raufassertapete. Ja, ich will ehrlich nicht sagen, dass sie ein Ferkel ist. Ist nicht mein Stil und passt nicht zum Flow. Aber sie hat sich schon mehr harte Dinger reingedrückt als die Kinder vom Bahnhof Zoo. Also wer will noch bezweifeln, dass ich den Spaß hier derbe ficke? Junge! Das hier ist kein Battle, das ist aktive Sterbehilfe. Fick dich! Fick dich! Round 3, motherfucker! Ja, mach doch mal Lärm für das letzte Battle hier. Ich würde sagen, es war Feuer auf und neben der Bühne. So, das zweite Battle of Honor Match heute war Andres gegen Ares. Jungs, ja. Geiles Match, es waren auch viel Emotionen drin, definitiv. Waren drin, Alter. Aber es gehört auch dazu, Emotionen gehören dazu. Auch das Publikum war so ein bisschen zwischenzeitlich mit eingebunden. An dieser Stelle nochmal ins Publikum. Mischt euch nicht ein in die Scheiße. So, die Jungs haben Battle. Na, kein Fickfinger ans Publikum, aber so ein bisschen ans Publikum so. Mischt euch nicht ein, ihr seid die Zuschauer. Wenn euch was nicht gefällt, geht raus. Es ist so, jeder kann die Sache verlassen. Wie war das Battle für euch? Erhofft ihr euch davon? Wollt ihr irgendwann mal ein Top-Tier-Main-Match haben? Wollt ihr auch mal am Freestyle-Contest teilnehmen oder hattet ihr persönlich was zu klären? Erzählt doch mal kurz. Ja, also das war mein zweites Battle of Honor-Match. Ich bin in Düsseldorf gegen Sami angetreten. Das Battle war ganz geil. Zwischenzeitlich war ich bei Diltili, hab da auch gebattelt und bin wieder hingesteppt. So, das Battle hat Spaß gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist etwas eskaliert in der Crowd. Die Leute waren etwas unruhig, aber nichtsdestotrotz hat es mir Spaß gemacht. Andres, mein Gegner, hat auch seine Leistung gezeigt. Ich habe meine Leistung gezeigt und unterm Strich hat es einfach Spaß gemacht. Ja, also kannst du das bestätigen, was er sagt, oder siehst du gewisse Teile anders? Und vor allen Dingen für dich persönlich, was ist dein Ziel mit Battle Rap? Was ist für jeden Battle Rapper das Ziel, Alter? So? Ich weiß nicht, was deins ist. Ja, meins ist so hoch wie möglich, Alter. So. Ich war eher Freestyle, also ich wollte immer Freestyler sein und bin Freestyler geworden. Was willst du? Ich habe tatsächlich, mein letztes Freestyle-Battle war 2001. Also du weißt, du warst schon gar nicht so schlecht mit dem alter Sack und sowas. Ne? Also vor allem, er ist echt gut. Ich glaube, du warst beim Halbfinale letztes Jahr, ne? Ja. Beim One-on-One Freestyle. Ja. Killer, Alter, so. Zieh das durch, Alter. Also für mich ist... Britain, Alter, so. Also ich will einen Gegner haben,
zu dem ich zum ersten Mal, er war der erste Gegner, zu dem ich überhaupt ein bisschen Gegnerbezug haben konnte. Ich glaube, ich habe das ganz cool ausgenutzt. Also. Aber ich finde es ja krass, wenn du sagst, du hattest dein letztes Battle 2001, ich hatte mein erstes 2002. Das ist echt schon krass. Aber wenn wir gerade so bei Zahlen sind, mir ist ja aufgefallen, 90 BPM ist ja jetzt auch nicht mehr so krass verbreitet. Ich habe das aber irgendwo gesehen. Was? Erzähl mal kurz. Also, bevor ich darauf eingehe, will ich nur kurz sagen, ich komme vom Freestyle Battle. Ich habe sehr, sehr viel Freestyle Battles gemacht. Out for Fame, One on One. War immer gut am Start und hatte Bock auf A Cappella, auf vorbereitete Lines und so. Aber um auf die Frage zurückzukommen, 90 BPM. So. Das ist die EP von meinem Bruder Nidalnip. Besorgt euch die EP. Besorgt euch die EP, die ist einfach nur krass. Jeder Song ist ein Hit. Peugeot 206, da muss man nicht viel zu sagen, Alter. Aber, Aris ist nicht drauf. Er ist nicht drauf, er ist auch nicht auf meiner EP. Also wenn ihr euch 90 BPM angehört habt, dann hört euch danach noch Ich hoch 2 an. Da ist er auch nicht drauf, aber heute war er auf der Bühne bei Battle of Honor und es war nice. Peace. Yeah.